Wenn der gefährlichste Räuber der Meere an der Wasseroberfläche schwimmt, ragt seine Rückenflosse bis zu 2 Meter aus dem Wasser. Und wie du schon im Titel des Videos mitbekommen hast, ist es kein Hai. Diese Kreatur ist um einiges schlauer. Ich stelle vor, der Killerwal, das größte Säugetier aus der Familie der Delfine. Sie sind Fleischfresser und verzehren so gut wie alle Lebewesen. Ob Fische, Kopffüßer, Vögel oder andere Meeressäugetiere. Wenn genug Nahrung vorhanden ist, koexistieren Orcas friedlich mit anderen Lebewesen aus der Familie der Delfine. Aber wenn sie hungrig sind, werden sie ohne zu zögern auch diese angreifen. Sogar größere Wale können für sie zum Ziel werden. In den Tiefen der Meere besitzen Orcas keine natürlichen Feinde. Selbst der weiße Hai ist kein Rivale für sie, sondern Beute. Die Größe des Opfers spielt keine Rolle, denn dieser Spitzenpredator jagt in Gruppen. Seiner oft brutal anmutenden Jagdmethode verdankt er auch den Namen Killerwal. Die größten Vertreter der Delfine bilden stets Familien aus zahlreichen Individuen, bestehend aus ausgewachsenen Männchen, Weibchen, Jungen sowie älteren Tieren. Ihre Familien begrenzen sich meist auf weniger als 10 Exemplare, aber es wurden auch schon Gruppenzusammenschlüsse gesichtet mit bis zu 150 Tieren. Unter den kleinen Familien sind die Mitglieder sehr miteinander verbunden. Die Beziehung zwischen ihnen ist sehr warm und freundlich. Gesunde Orcas helfen ihren Kranken oder Alten, Brüdern oder Schwestern, ohne zu zögern. Gesunde Männchen sind aktiv auf der Jagd, während die Weibchen sich um die Jungen kümmern. An der Beute nimmt trotz allem jeder teil. Es existieren eine ganze Reihe von verschiedenen Schwertwaltypen, die sich im Körperbau, Färbung, Sozialverhalten, Lautäußerungen und insbesondere auch anhand der bevorzugten Beutetiere unterscheiden. Diese verschiedenen Schwertwaltypen werden als Ökotypen bezeichnet. Für die weltweite Einteilung wurden sie in Säugetierfresser, Küstenfischfresser und ozeanische neritische Killerwale unterteilt. Es ist fair zu sagen, dass die meisten von ihnen den Spitznamen Walkiller zu Unrecht tragen, da sie hauptsächlich Fische fressen, in seltenen Fällen auch Meeressäuger. Der wahre Killer unter diesen Ökotypen ist der Säugetierfresser. Zu ihrer Ernährung gehören andere Delfine, Wale, Robben, Seeotter, Vögel und Seelöwen. Spuren von Killerwalbissen wurden in der Hälfte aller untersuchten Finnwale und Seiwale verzeichnet. Und bei den Pottwalen waren es sogar 65%. Stell es dir nur mal vor, jeder zweite Pottwal auf dieser Welt wurde mindestens einmal von einem Killerwal angegriffen. Diese Orcas jagen in Gruppen von 3 bis 5 Tieren. Eine Besonderheit im Jagdverhalten ist die Ruhe vor dem Sturm. Die gesamte Gruppe schweigt und ortet in vollkommener Stille ihre Beute. Der Schwertwal benötigt täglich bis zu 150 Kilogramm Futter. Und nur in den seltensten Fällen kommt er unter diese Menge. Global gesehen umfasst sein Nahrungsspektrum mindestens 140 Arten von verschiedenen Lebewesen. Und das dazukommende Fehlen von natürlichen Feinden setzt den Killerwal an die Spitze der Nahrungskette. Auf der Jagd nach Robben oder Pinguinen tauchen Killerwale unter die Eisschollen, auf der sich ihre Beute befindet, und rammen diese von unten, sodass ihre Beute ins Wasser fällt. Auf der Jagd nach Seelöwen katapultieren sich Orcas an die Küste und reißen diejenigen, die unvorbereitet sind. Diese Jagdmethode gehört zu den spektakulärsten. Sie kann regelmäßig an den Ufern von Patagonien in Südamerika beobachtet werden. Beim Angriff auf einen Wal versuchen sie, das Opfer zu versenken, sodass es zum Atmen nicht mehr an die Oberfläche kann. Die Ausnahme sind Pottwale. Diese werden von den Schwertwalen an die Oberfläche gestoßen, damit sie sich nicht in den Tiefen verstecken können. Häufig ist so eine Beute größer, als sie alle gleichzeitig essen können. So verschlingen Orcas nicht den ganzen Wal, sondern nur seine Zunge, Kehle und Lippen. Die Kehle des Wals gilt unter den Orcas als Leckerbissen. Einmal gelang es sogar, den Kampf zwischen Killerwal und Hai zu beobachten. Zwei Killerwale koordinierten sich mithilfe von gewissen Bewegungsmustern und Tonsignalen und griffen den Hai an. Der Hai hatte keine Chance, sich aus dieser Lage zu befreien. Mithilfe von mehreren mächtigen Bissen setzten sie dem Hai ein schnelles Ende. Nach sorgfältiger Überprüfung der Aufzeichnungen kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Angriff auf den Hai lediglich als Lehrmaßnahme für einen heranwachsenden Killerwal diente. Das Jungtier sollte lernen, wie man Jagd auf größere Beute macht. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass jede Orca-Herde eigene, individuelle Jagdmethoden besitzt, die sie ihren Jungen weitergeben, und das von Generation zu Generation. Beobachtet man bestimmte Züge der Jagdmethode, ist es sogar möglich zu bestimmen, aus welcher Familie das einzelne Tier stammt. Orcas, wunderschöne und atemberaubende Tiere. Wer hätte gedacht, dass sie so intelligent und vielseitig sind? Ich glaube, ich habe im Schwertwal mein neues Lieblingstier gefunden. Was hältst du von diesem Thema und was fandest du an diesen Tieren am erstaunlichsten? Teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.